Planlos, ratlos, Wissenschaftsjournalismus, wie zukunftsfähig ist die Branche? Wenn Sie jetzt eine Session auf der Wissenswerte gesucht haben, die im Titel womöglich Erwartungen weckt, die wir garantiert nicht erfüllen können, dann sind Sie bei uns sicher richtig. Eine kurze Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Wissenschaftsjournalismus hat im vergangenen Jahr mal Wolfgang Hess von Bild der Wissenschaft gegeben. Der schrieb dann, der journalistische Nachwuchs ist weiblich. Und das kann ich von meinem Dortmunder Studiengang bei einem Verhältnis von 10 Studentinnen zu einem Studenten im Jahrgang bestätigen. Auch diese Erwartung können wir auf dem Podium nicht erfüllen, was nicht beabsichtigt war, wofür es aber im Vorfeld der Programmplanung eine Reihe von Gründen gab, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann. Ich bin mir aber sicher, dass uns die Publikumsrunden, und das ist auch das Ziel, dass wir hier ein bisschen miteinander sprechen, nachher etwas Abhilfe schaffen werden und dass diejenigen, die jetzt dankenswerterweise gekommen sind, um sich diesem nicht ganz einfachen Thema zu stellen, auch das Übrige dazu beitragen werden. Und dazu begrüße ich als erstes, ich sage einfach alle Namen einmal durch, Nils Boeing, hier drüben, freier Journalist, Markus Grill, Chefredakteur, Recherche, Zentrum Korrektiv. Ganz zu meiner Linken Thomas Hallett, Leiter Programmgruppe Wissenschaft vom WDR Fernsehen. Daneben Helmut Riedel, Redaktionsleitung Wissenschaft SWR Fernsehen, Planungskoordination NANO. Und last but not least Andreas Sendker, direkt hier an meiner Seite. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, wird er mir helfen. Ressortleiter Wissen und Herausgeber von der Zeit und Zeit Wissen. Mein Name ist Holger Wormer. Ich bin Professor für Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dortmund, in der seit nunmehr 8 Jahren auch die Programmplanung der Wissenswerte stattfindet. Ein aktueller Anlass, den wir hatten, als wir in der Programmplanung über dieses Thema nachgedacht haben, war das Thema Einsparungen beim WDR. Geht es womöglich einschlägigen Wissenschaftssendungen im Zuge der Sparmaßnahmen durch die Intendanz an den Kragen? Ein großes Thema war eben auch, ob NANO davon betroffen sein würde, als eigentlich im Moment ja einzige tagesaktuelle oder potenziell tagesaktuelle Wissenschaftssendung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Daraufhin gab es eine große Aktion, sowohl von den Freien des WDR, das haben die meisten von Ihnen sicherlich verfolgt, als auch eine Aktion der WPK, keine-nische.de, da können Sie das auch noch nachlesen mit offenen Briefen an die Intendanz und so weiter. Und deswegen wäre meine Frage, weil das der Ausgangspunkt ist und weil die Öffentlich-Rechtlichen ja auch in der Diskussion vielleicht um die Zukunftsfähigkeit der Branche eine wichtige Rolle spielen werden, möchte ich gerne mit Thomas Hallett anfangen. Er leitet, wie gesagt, das Ressort Wissenschaft, Fernsehen des WDR, hat einmal Agrarwissenschaften in Bonn studiert, später noch ein Diplom in Medienmanagement dazu und kam in den Journalismus, wie viel in der Zeit, über Hospitanzen beim WDR und der Zeit mit einem Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung. Beim WDR ist er seit 1990. Und Thomas, meine Frage wäre jetzt erstmal in dieser Sache Kürzungen beim WDR, Kürzungen in der Wissenschaft. Sind wir auf dem Weg auf die Nische? Was ist der neueste Stand da? Du hast meinen Bierbrauer unterschlagen. Ich habe ihn im Sinne der Kürze, ich kann es beweisen, er ist ausgebildeter Bierbrauer, habe ich im Sinne der Kürze, da kürzte und schon kriegst du es um die Ohren, richtig, so. Wie im Journalismus. Ja. Jetzt das andere Thema. Das war nach meinem Abi, ich wollte was Sinnvolles tun und nicht gleich studieren. Ich kann berichten, dass das, was der WDR dazu beschlossen hat im Frühsommer, auch jetzt so eingetreten ist, dass der Intendant des Südwestrundfunks ein Schreiben von meinem Programmbereichsleiter bekommen hat, wo drin steht, ja, wir müssen diesen Vertrag bei NANO kündigen zu Ende 2016. Das ist Teil 1. Teil 2 ist, dass Tom Buru ja in seiner Antwort auf den Brief der WPK geschrieben hat, ja, wir müssen das machen. Und wir müssen dann 2016 sehen, wohin das führt. Wenn es so dabei bleibt, dass die Finanzausstattung des WDR und anderer Sender bei dem bleibt, was im Moment absehbar ist, dann müssen wir diesen Schritt auch tun. Formal haben wir sozusagen die Vorkehrung dafür geschaffen, weil es Kündigungsfristen gibt. Und wir werden 2016 sehen, ob das dann auch so durchgesetzt wird oder ob es so eintritt. Was ich unglücklich fand in dem ganzen Kontext der Diskussion war, dass so ein bisschen suggestiv gearbeitet wurde, WDR spart in der Nische.
suggeriert, dass es sozusagen eine Benachteiligung gegeben hätte für die Wissenschaft im WDR. Das ist nicht der Fall. Es gab Sparwellen 2014, 15 über alle Bereiche hinweg. Und anders als vielleicht bei Zeitschriften ist es nicht so gewesen, dass die Wissenschaft zur Seite geschoben worden ist oder Redaktionen aufgelöst worden sind, sondern es wurde querbeet über alle Programmbereiche gespart. Wir sind nicht benachteiligt worden, auch wenn das in solchen Texten vielleicht so rübergekommen sein mag. Da können wir gleich ja noch ein bisschen drüber sprechen, inwieweit vielleicht auch gerade im Bereich Wissenschaft ja die Öffentlich-Rechtlichen besondere Verantwortung haben. Ich würde gerne mit Helmut Riedel weitermachen, der ja einer derjenigen ist, die in der Planungsredaktion von NANO sind. Helmut Riedel ist studierter Soziologe und Journalistik, hat auch studiert in Mainz. Er hat anfänglich sehr viele Dokumentationen gemacht und ist seit Anfang an, glaube ich, bei NANO dabei, ne? 99, als die Idee aufkam mit 8, muss man sich auch mal vorstellen, mit 8 Wissenschaftsredaktionen in Deutschland und der Schweiz eine tägliche Wissenschaftssendung zu produzieren. Ja, und die Frage ist jetzt an Helmut Riedel, das kann man natürlich sagen, es müssen alle sparen. Wie sieht man das jetzt sozusagen in den von NANO betroffenen Redaktionen und auch in der Planungsredaktion? Naja, wir waren erstmal geschockt, als wir diese Nachricht erfahren haben. Mittlerweile ist es so, dass wir statt 8 9 Sender momentan sind. Also mich hat es sehr froh gemacht, dass die Wissenschaftscommunity darauf sozusagen so geschlossen reagiert hat. Das muss man, glaube ich, auch nochmal festhalten, egal wie jetzt das ausgegangen ist. Thomas hat es ja erläutert, dass das jetzt erstmal ein formaler Akt ist. Bei NANO ist die Regel so, wenn man sich nicht mehr beteiligen will an dieser Gemeinschaftsredaktion, die es, wie gesagt, seit 1999 gibt, also seit 15 Jahren jetzt, dann muss man rechtzeitig kündigen. Diese Kündigung muss noch in diesem Jahr eingehen. Dann hat man die Chance, 2017 sich sozusagen zurückzuziehen. Das ist jetzt formal passiert. Die Hoffnung, denke ich, ist damit angeklungen, wenn es dort neue Finanzierungen gibt, wenn vielleicht auch die Öffentlichkeit deutlich macht, dass die Wissenschaft durchaus so etwas wie eine aktuelle Wissenschaftsberichterstattung braucht, dann kann das ja auch nochmal überdacht werden. Jetzt war ein Punkt in der Diskussion, und wir bleiben jetzt erstmal noch einen Moment beim Fernsehen, war auch, inwieweit vielleicht auch was dran ist an diesem Nischenbegriff, also insbesondere in Bezug auf NANO. Ist NANO so aktuell und hat die das Potenzial, Reichweite zu erzielen, wie man sich das sozusagen bei den Öffentlich-Rechtlichen und nicht nur dort, bei den anderen Medien, da kommen wir gleich dazu, auch wünschen würde. Also ist die Nische ein bisschen hausgemacht, stand dann auch so als Frage im Raum? Naja, Dreisat ist per se Nische. Also wenn man Nische als kleine Einheit definiert, die im Prinzip auf ein spezielles Publikum ausgerichtet ist, dann muss man sagen, ist Dreisat per se eine Nischengründung. So könnte man auch sagen, dass Arte per se eine Nischengründung ist. Man muss natürlich nur überlegen, ob es, das stand für mich damals 99, die Entscheidung an, geht man in diese Chance hinein. Ich habe das gerne gemacht und ich glaube auch, dass das durchaus eine Erfolgsgeschichte ist. Wenn man bedenkt, gab es vorher in 99, gab es im Prinzip nur Wissenschaftsredaktionen, die sehr vereinzelt gearbeitet haben. Mit NANO hat sich das geändert. Das ist eine Gemeinschaftsredaktion, zu der jetzt übrigens, kann ich verkünden, noch der HR dazugekommen ist, der jetzt quasi mit einsteigt, ab sofort mit bei NANO dabei ist. Natürlich als kleiner Sender bestimmt nicht die Potenz hat, jetzt diese Lücke zu hinterlassen oder aufzufüllen, die der WDR hinterlässt. Aber da arbeiten 9 Sender regelmäßig zusammen, haben ihre Planungsgespräche, treffen ihre Entscheidungen und haben, ich habe es mir nochmal angeschaut, 100 aktuelle Beiträge im Jahr. Also 100 Sendungen, 100 Beiträge, mit denen wir aktuell auf Themen reagieren und die ins Programm heben. Thomas? Ich wollte einen Impuls mal loswerden. Auch in dem Abstract zu dieser Session wird eigentlich in den Raum gestellt, dass Relevanz von Wissenschaftsthemen nur dann erzeugt werden kann, wenn sie im Aktuellen stattfinden und dort bearbeitet werden. Ich zweifle das an. Ich glaube, dass die Relevanz heutzutage im Prinzip und auch konkret über andere Wege oft hergestellt wird. Wir reden jetzt nicht von den sogenannten K-Fällen wie Fukushima oder
Ebola und so weiter, da finden diese Themen ohnehin statt in der Tagesschau und woanders. Ich finde, dass die Relevanz von Wissenschaftsthemen in der Fläche stattfinden muss, dass die Eindringtiefe da eine ganz andere sein kann. Ich sage mal ein Beispiel, wir hatten diese Woche oder letzte Woche, letzten Dienstag, Quarks & Co. zum Thema Fässer ohne Boden, wie teuer ist der Atommüll? Das ist kein Thema, wonach sich die Leute die Finger geleckt haben, unser Publikum nicht, die Redaktion auch nicht, aber es ist ein Thema, das wir gemeint haben, machen zu müssen. Und wir erreichen damit 880.000 Leute. 50 Minuten, 45 Minuten, Dienstagabend, 21 Uhr. Und das sind die Themen, die auch mal wehtun. Und wo ich sage, es ist gut, dass wir die Möglichkeit haben, in einem Vorzeigeprodukt wie Quarks & Co. Daran zu gehen. Und dass es nicht, wie der WPK-Vorsitzende mal geschrieben hat, Quarks & Co. Verdienstvoll für eine Volksbildung, sondern das sind Themen, in die wir reingehen und mit denen wir eine ganze Menge Leute erreichen. Das ist ein interessanter, kriege ich mein Mikro bitte? Danke. Das ist ein interessanter Punkt, weil die eine Frage ist ja die Frage der Relevanz, die andere ist ja eher eine strategische Frage. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich gehört habe bei einem Science-Producer-Treffen im vergangenen Jahr in Berlin, wo die schwedischen Kollegen berichtet haben, dass ihre Strategie gegen das Nischendasein war, also das eine tun, das andere nicht lassen, dass sie also einerseits ihre normalen, in Anführungszeichen, Programme weitergemacht haben, aber auch, weil auch eine entsprechende Offenheit da war, bei den Senderleitungen auch immer in den aktuellen Planungstreffen und so weiter dabei waren, also wirklich im Kern von ARD aktuell dann in unserem Fall beispielsweise sitzen würden. Und meine Frage, bevor ich hier die übrige Runde einbeziehe, wie es da mit solchen Strategien aussieht, an euch wäre das nicht ein Modell auch für euch, also sowohl für Nano, einerseits wöchentliche Sendung, andererseits aber auch jeden Tag, wirklich jeden Tag ein Angebot für ARD aktuell, für Tagesschau, Tagesthemen und Thomas, für WDR oder SWR oder BR, wenn die sich da abstimmen würden, auch da, also sehr viel aktiver in diese tagesaktuelle Berichterstattung, nicht nur wegen der Relevanz, sondern auch aus strategischen Gründen, dass man eben gar nicht in den Verdacht kommt, eine Nische zu sein. Also so haben das die Schweden berichtet. Was haltet ihr von der Strategie? Ganz kurz machen, aber drei Punkte dazu vielleicht. Wir müssen das nicht über aktuelle Angebote lösen, das Problem. Fukushima, wenn ich daran erinnern darf, da waren wir sehr präsent, nicht am ersten Tag, aber am Tag 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und es hat sich gezeigt, es war gut, dass wir uns Zeit genommen haben, nachzudenken. Manchmal ist es besser am Beckenrand als im Haifischbecken, weil da kann man nämlich überlegen und gewisse Recherchen noch anstellen, als direkt irgendwo reinzuspringen. Das Zweite ist, die ganze crossmediale Entwicklung geht, glaube ich, dahin, dass wir nicht uns der Tagesschau anbiedern müssen, sondern dass wir die Power, die in einem Haus wie der WDR steckt, durchaus auch bei aktuellen Themen anders ausleben können als in Nano. Ist keine Drohung, aber eine strategische, wichtige strategische Aufgabe. Wenn Nano wegfallen sollte, sind wir eben da, wo wir auch ohnehin gerne hin wollten, nämlich zu bestimmten Themen sehr schlagkräftig auch aktuell zu reagieren. Ja, nee, ich muss da nochmal sagen, ich glaube, dass die Aktualität sehr wohl, da bin ich ganz bei dir, sehr wohl sozusagen eine Entscheidung darüber geht, wie zukunftsfähig diese Branche ist. Du sagst es ja zu Recht, es ist das Haifischbecken und in der Vergangenheit haben wir uns häufig auch gescheut davor, in dieses Haifischbecken hineinzugehen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, da mitzumachen und es zu schaffen, hart gesprochen, in der Tagesschau regelmäßig präsent zu sein mit unseren Informationen. Andreas Senker nickt schon mit dem Kopf und das wäre jetzt eben auch mein Punkt, weil wenn man den Medienwechsel jetzt mal wagt und geht vom Fernsehen ins Print, dann ist es da ja so, dass ungefähr 40% der Titel des Fokus sind ein Wissenschaftsthema, ganz vorne, ist das Verkaufsargument, ganz vorne findet es sehr häufig bei der Süddeutschen statt, bei der FAZ, Spiegel, Stern und so weiter. Und Andreas, der seit 1998 das Ressort Wissen leitet bei der Zeit, hat ja auch diese Entwicklung, dass man eben auch bei der Zeit Wissen schafft, viel mehr vorne hat, auch beobachtet. Und meine Frage an dich jetzt, Andreas, wäre, sind jetzt Chefredakteure irgendwie schlauer als Intendanten, dass sie das auch da vorne gerne platzieren wollen? Oder was ist jetzt das Geheimnis von eurem Ressort? Wie gesagt, wir könnten das genauso wahrscheinlich für die Süddeutsche oder einige andere Printmedien sagen. Was ist da das Geheimnis, dass man ja den Weg nach vorne über das Herz der Chefredakteure geschafft hat? Was ist das Geheimnis dafür?
Ja, das Geheimnis ist tatsächlich, den Weg nach vorne anzutreten, und zwar sehr bewusst anzutreten. Es gab ja am Anfang bei etwas Exotischem wie einer Wochenzeitung keine Titelgeschichte, bis wir sie dann eingeführt haben, irgendwann mal erfunden haben. Und als diese Titelgeschichte erfunden war, war das die Chance, tatsächlich mit Themen aus dem Inneren des Blattes nach vorne zu gehen. Und wir haben diese Chance sehr, sehr offensiv genutzt. Und ein Teil meines Ehrgeizes besteht darin, einmal im Monat Wissenschaft auf dem Titel zu haben. Und auch entsprechende Angebote zu machen. Also in der Nische sitzen zu bleiben und zu warten, bis der Chefredakteur einen bittet, einen Titel zu machen, ist die eine Möglichkeit, meistens nicht besonders erfolgreich, offensiv vorzugehen und zu überlegen, was an gesellschaftlichen Entwicklungen ist jetzt gerade unterwegs, wozu können wir einen speziellen Beitrag liefern oder wo wissen wir zum Beispiel auch, dass unsere Leser diese Themen besonders schätzen und damit auch möglicherweise ein Verkaufserfolg möglich ist. Das ist eine offensive Strategie und die haben wir sehr, sehr offensiv vollzogen. Und ich sehe hinten Stefan Schmidt sitzen, der hat ein ganz persönliches Projekt, mit dem er uns alle angesteckt hat. Auch das ist sozusagen so ein Bewusstseinsprojekt. Bei einer Situation wie jetzt zwischen Terroranschlägen und Flüchtlingskatastrophe hätten wir uns als Wissenschaftsredakteure nie getraut, mit irgendwas um die Ecke zu kommen und zu sagen, das ist ein Leitartikelthema für die Zeit. Eins von zwei Themen, die da vorne einmal in der Woche diskutiert werden. Und Stefan hat das persönliche Projekt, er schreibt im Prinzip jede Woche einen Leitartikelvorschlag an die Chefredaktion. Und er ist damit öfter erfolgreich, als er sich das wahrscheinlich wünscht, denn das heißt einfach mehr Arbeit, und zwar ordentliche mehr Arbeit. Aber er steckt uns auch alle damit inzwischen an. Und dieser Erfolg zeigt eben, man muss es offensiv anbieten, man darf da nicht sitzen bleiben, man muss in den Wettbewerb reingehen, in den Wettbewerb mit den Leuten, die immer die Leitartikelschreiber sind. Und ich kann mich gut erinnern an Zeiten, Stammzelldebatten, Embryonenschutzgesetz, da haben die Wissenschaftsredakteure dieser Republik sich die Finger wund geschrieben und die Leitartikel haben aber immer die Kollegen aus der Politik oder aus dem Feuilleton geschrieben. Und so sind sie dann auch ausgefallen. Das war ein flammendes Plädoyer in dieser Richtung. Also vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wie das sozusagen in anderen Medien, wie gesagt, es ist, glaube ich, jetzt, da vorne sitzt Christopher Schrader, Katrin Zinkant, ich glaube, bei der Süddeutschen ist das nicht anders. Die bieten auch regelmäßig an. Ich will jetzt von Nils Boeing, der neben mir sitzt, wissen, wie man das denn als Freier wahrnimmt. Also Herr Boeing ist studierter Physiker und Philosoph. Nachdem ich vorhin den Brauer unterschlagen habe, will ich jetzt nicht die Weltreise unterschlagen in der Biografie, die dazu führte, dass er sich in den Journalismus gewechselt ist aus der Physik. Er war bei der Taz und bei der Woche und arbeitet jetzt eben frei seit vielen, vielen Jahren. Und Herr Boeing, Sie haben im vergangenen Jahr, als die Wissenschaftsakademie in Berlin ihr Papier vorgestellt haben, zu Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien, haben Sie beklagt, dass Sie zum Beispiel Themen jenseits der Medizin, dass die als Freie kaum noch unterzubringen wären, weil man die in den Redaktionen eher so ein Mainstreaming beobachten kann. Wie nehmen Sie diese Debatte aus der Perspektive der Freien da? Machen Sie Mainstreaming, Nischenbefüllerung oder was machen Sie? Naja, ich würde schon sagen, dass es Mainstreaming ist. Also es geht auch nicht nur um Medizin. Also ich habe das, glaube ich, letztes Jahr genannt, die Dreifaltigkeit Psychologie, Gesundheit, Ernährung. Es wurde vor Jahren natürlich angemahnt, man müsste mal ein bisschen mehr auf die Soft Skills im Leben achten und im Berufsleben. Das ist auch alles richtig. Aber ich finde, dass die Wissens- und Wissenschaftsmedien da vollkommen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also mich persönlich ödet das in der Regel an, was ich da auf Titeln sehe, weil ich denke so, das ist alles sehr individualisiert vom Zuschnitt. Ja, wie werde ich glücklich, wie ernähre ich mich richtig? Und ich frage mich natürlich, wir sind in einer Zeit, wo wir eigentlich alle wissen, dass wir irgendwie 2, 3 Krisen haben, die auch nicht verschwinden. Also wo ist der größere Kontext? Wo ist das Big Picture? Ja, wann kommen wir mal davon weg, immer jeden zu befüttern, wie er mit seinem einzelnen Leben irgendwie was daraus macht. Ich meine, die Gedanken machen sich die Leute sowieso. Das ist das eine. Das andere, gut, das liegt jetzt an meiner Themenwahl, dass ich halt finde, dafür, dass wir in so einer technisierten Gesellschaft leben, findet Technik eigentlich kaum noch prominent statt. Ja, also Gadgets, klar, das wird alles gemacht. Die Zeit, dass das Digitale und Internet noch irgendwie ganz vorne war, das ist auch vorbei. Auch das halte ich für einen Riesenfehler. Also zumindest das Einzige, der Hoffnungsschimmer, den ich sehe, ist, dass über diese neue Welle der Robotik, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Big Data, das ein bisschen wieder nach vorne kommt. Weil das wird jeden Einzelnen von uns betreffen, auch alle anderen Leute draußen. Aber da gibt es noch
wahnsinnig viel Aufholarbeit, würde ich sagen. Wenn man das jetzt aus der Perspektive der Freien sieht, würde man auf die Idee kommen, Herr Kauber hat das heute Morgen so ein bisschen angedeutet, solche Themen einer politischen oder einer Nachrichtenredaktion oder so anzubieten, oder muss man da eben über die Wissenschaftsredaktion, also die da, hätte das eine Chance, wenn Sie bei den Medien, für denen Sie arbeiten, wenn Sie das dort über die aktuellen Redaktionen, Politikredaktionen einspeisen würden, gerade so ein relevantes Thema wie Big Data? Wahrscheinlich eher nicht. Also es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich glaube, dass diese Ressorts sich immer schon noch als eigene Welten verstehen. Also ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert. Ich erinnere mich so, gut, das ist jetzt wahnsinnig lange her, so die Endphase der Woche, da hatten wir die Ressortstruktur dann so ein bisschen aufgebrochen, zum Teil aus Not, zum Teil als Experiment. Das waren für mich im Nachhinein auch immer noch die spannendsten Monate, weil wir dann nicht mehr gesagt haben, ja, das ist unser Ressort, das könnt ihr nicht machen, sondern es wurden einfach Teams zusammengestellt aus Feuilleton, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, und dann hat man sich mit irgendeiner Sache beschäftigt. Ja, generell, was kann man sagen zur Situation der Freien? Also besser ist es nicht geworden. Ja? Das Geld tröpfelt so vor sich hin, und dann nehmen wir noch die Inflationsrate, dann nehmen wir noch den Europreis, die Preisentwicklung, und es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt noch freier werden zu wollen. Okay, wir versuchen, die Stimmung trotzdem wieder ein bisschen hochzuholen und stellen vielleicht als Letzter in der Runde, Markus Grill ist jetzt sozusagen der leuchtende Retter auf dem weißen Pferd, ein Modell vor, wie es vielleicht funktionieren könnte oder wie vielleicht zumindest jetzt ganz im Ernst ein neuer Ansatz sein könnte. Vorbild sind Einrichtungen wie ProPublica in den USA, also gemeinnützige Investigativbüros, die auch sowas machen wie ja wirklich recherchierten Wissenschaftsjournalismus inklusive der Hintergründe. Und bei Markus Grill ist ja immer ein bemerkenswert, er ist aus einem sehr etablierten oder aus verschiedenen etablierten Medien. Er war beim Stern, er war lange bei Spiegel, er war für den Spiegel in den USA als Wirtschaftskorrespondent. Ist er gewechselt zu Korrektiv, ein investigatives Recherchebüro? Ja, und Markus, meine Frage wäre jetzt, ist das sozusagen der Ausweg für Freie oder für die Zukunftsfähigkeit der Branche, oder ist das wiederum eine Nische in der Nische, die er betreibt? Also der Ausweg für die Branche sicher nicht. Das ist ein Ausweg in der Branche. Ob es für Freie jetzt ein Ausweg ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also wir arbeiten jetzt mit Festangestellten vor allen Dingen. Also wir sind ein Büro, das jetzt 20 Journalisten beschäftigt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, diesen Wechsel dahin, wenn ich eben nicht zuvor in den USA gewesen wäre und gesehen hätte, dass es dort schon 100 solche Büros gibt. Und dann dachte ich, dann könnte man ja auch in Deutschland mal versuchen, eines so ein Büro auf die Beine zu stellen. Wir machen auch Wissenschaftsjournalismus, also wir machen im Prinzip langfristige Recherchen, aber auch Wissenschaftsthemen, und wir finanzieren uns halt nicht über Abos oder über Werbung, sondern wir finanzieren uns über Spenden. Also Spenden sowohl von einer großen Verlagsstiftung, die das macht, also es ist die Bross Stiftung, die jetzt sozusagen mit einem Zeitungsimperium im Ruhrgebiet früher das Geld verdient hat und das Geld nicht verkonsumiert hat, sondern eine Stiftung geparkt hat und jetzt sozusagen neuen Journalismus finanziert, und auch über Mitglieder. Also wir haben bis jetzt über 600 Mitglieder, die bereit sind, monatlich mindestens 10 Euro zu bezahlen, und das ist sozusagen auch eine Einnahmequelle neben Augstein Stiftung und Bundeszentrale für politische Bildung und ein paar anderen. Und wie sieht es mit den etablierten Medien aus? Also wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Und werdet ihr da angefragt aktiv? Also kommt Andreas Sendker und sagt, liebes Korrektiv, wir haben hier eine intensive Recherche, die können wir selber nicht stemmen. Könnt ihr das übernehmen oder wie sieht das aus? Also unser Vorgehen ist eher ein anderes. Wir identifizieren Themen, wir machen quasi Redaktionskonferenzen, wir überlegen, in welche Themen gehen wir, welche Themen bearbeiten wir, und dann suchen wir uns für jedes Thema einen Kooperationspartner. Und da ist die Bereitschaft sehr groß, mit uns zu kooperieren. Also wir haben keine Probleme, die Geschichten dann auch angemessen unterzubringen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir die Geschichten natürlich verschenken. Also das heißt, so wie ProPublica auch, also wir verlangen kein Geld für diese Geschichten, die wir machen,
Würden wir das machen, würde uns das sehr eingrenzen in der Auswahl unserer Kooperationspartner. Dadurch, dass wir es nicht machen, haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei einem Thema wie TTIP mit Regionalzeitungen zu kooperieren. Also es gibt zwei Leute in unserer Redaktion, die machen ausschließlich Recherchen zu TTIP. Ich glaube, es gibt keine andere Redaktion in Deutschland, die so viel und so intensiv über TTIP recherchiert und dann auch so viele Leaks inzwischen über TTIP gemacht hat. Aber das ist zum Beispiel eine Kooperation, da haben wir einfach 10 Regionalzeitungen vom Tagesspiegel bis zur Badischen Zeitung oder Donaukurier, denen wir dann diese Recherchen zur Verfügung stellen. Also für jedes Thema eigentlich einen neuen Kooperationspartner. Ist das vielleicht so ein positiver Effekt, vielleicht auch Andreas nochmal, also solche Rechercheteams, die man ja beobachtet, also es gab Zeiten, da war es jetzt eher ungewöhnlich, dass man eine Nachricht gehört hat aus dem Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher, das ist heute fast selbstverständlich, vor 20 Jahren hätte man sich wahrscheinlich gefragt, da ist irgendwas faul. Wie sieht das aus? Ist das so ein positiver Effekt, also ist die Bereitschaft für solche Kooperationen vielleicht gestiegen, auch dann eben medienübergreifend, also vom Fernsehen und Print. Wie schätzt du das ein? Ist das auch für euch ein Thema? Also meine erste Beobachtung wäre, es gleicht Defizite aus, weil die etablierten Redaktionen sich solche langen Recherchen entweder nicht mehr leisten können oder nicht mehr leisten wollen. Das ist erstmal sozusagen die Negativwertung. Korrektiv oder ProPublica spendenfinanziert springen in diese Lücken hinein. Was ich ein bisschen schwierig daran finde, ist, dass diese Art von Kooperationen quasi Marken verwässert. Also ich glaube, wenn Medien eine Zukunft haben wollen, dann haben starke Medienmarken eine Zukunft. Klare Absender, mit klaren Autoren, die sichtbar werden müssen. Und ich finde das total verdienstvoll, und das ist jetzt keine Kritik an der Arbeit, sondern wenn so etwas einfach breit über verschiedene Medienmarken gestreut wird oder aber Korrektiv oder ProPublica mal mit dem, mal mit jenem zusammenarbeiten, dann profilieren sich weder die Autoren richtig, noch die Medienmarken in dieser Kooperation richtig. Und ich glaube, eine Beobachtung ist für Wissenschaftsjournalisten eine sehr wichtige. Es gibt in anderen Bereichen des Journalismus Autoren, die echte Marken sind, die eine Stimme haben, die identifizierbar sind. Und die gibt es im Wissenschaftsjournalismus noch viel zu wenig. Und ich glaube, diese Frage, wer ist der Absender, wer erzählt mir eine Geschichte, mit welcher Glaubwürdigkeit, die wird auch in Zeiten dieser ganzen Konkurrenz von Wissenschafts-PR und diesen ganzen Entwicklungen, die wir online sehen, ganz besonders wichtig. Und da ist eine Strategie, mit Reporter-Pools zu arbeiten oder diese großen übergreifenden Geschichten zu machen, glaube ich, nicht besonders hilfreich. Hilfreich ist sie aber für den Rezipienten, der Geschichten präsentiert bekommt, die er vermutlich auf andere Art und Weise nicht bekommt. Ja. Ich würde Ihnen gerne in einem Punkt widersprechen, und zwar, dass Kooperationen ein Ausfluss von Defizit ist. Ich glaube, da hat ein Umdenken stattgefunden, und ich meine, das Umdenken kann man ziemlich klar zeitlich verorten. Das war nämlich ungefähr vor 6 Jahren. Das hat begonnen mit WikiLeaks, also dass WikiLeaks zum ersten Mal sozusagen große Datenmengen veröffentlicht hat und es dann Kooperationen gab von Medien, die überhaupt dann erst durch die Kooperation in der Lage waren, die Datenmengen auszuwerten. Also das war vor allen Dingen die Cable-Geschichte. Also ich glaube, beim Spiegel haben wir damals, es haben 50 Journalisten sozusagen an dieser einen Geschichte gearbeitet, also diese Außenamts-Depeschen. Und der zweite entscheidende Faktor war, glaube ich, die Kooperation, die das ICIJ gemacht hat in den ganzen Steueroasen-Geschichten. Auch da ging es darum, dass zu große Datenmengen vorhanden waren, die eben nicht nur von einer einzigen Redaktion ausgewertet werden konnten, sondern in einem Team, in einem weltweiten Team ausgewertet werden konnten. Und beim Spiegel hat da, glaube ich, auch, also ich war ja bis vor 5 Monaten da, ein Lerneffekt stattgefunden, dass man eben seine Splendid Isolation verlassen hat und gesehen hat, in dieser Kooperation, also damals eben ICIJ und NDR und Süddeutscher Zeitung, kann man eben wesentlich mehr erreichen als alleine. Es ist aber kein Defizit, es ist eigentlich sozusagen, dass man mit neuen Datenmengen, mit einer Fülle von Material konfrontiert
war zum ersten Mal, und das nimmt ja seither zu, dass diese Fälle gibt es ja immer häufiger, diese Auswertung von riesen Datenmengen, wo es einfach Sinn macht, zu kooperieren. Völlig d'accord. Sind das denn Themen, die sich jetzt auch, wir haben vorhin über die Quote gesprochen und Sichtbarkeit, die sich im Wissenschaftsfernsehen verkaufen lassen? Also wenn Herr Boeing recht hat und so sagen, es geht eher so Mainstreaming, man hat so bestimmte Themen, die laufen, andere laufen nicht. Wären das nicht auch Konzepte, bei denen man jetzt zusammen im Fernsehwissenschaftsjournalismus, auch bei Nano im Übrigen schon bei, wo man ja eine tagesaktuelle Plattform hat, also wo man viel aktiver werden könnte, oder sagt man da von vornherein, das verkauft sich sowieso nicht jenseits der schönen Wissenschaftsgeschichte? Ach, verkaufen würde sich das sofort, gar kein Problem mehr, da bin ich mir ganz sicher. Wir können es uns häufig nicht leisten. Wir sind strukturell nicht so aufgestellt, als dass wir sozusagen auf solche Geschichten zurückgreifen können. Ich kann mir bei Nano mit seiner dezentralen Struktur nicht leisten, dass wir einfach bestimmte Leute für eine längere Zeit abstellen. Aber wir hätten, denke ich, nicht das Problem, dass ein Printmodell hat. Also wir wollen auch die Marke Nano halten, die würden wir aber dadurch halten, dass wir jeden Tag Programm machen. Wenn wir in so eine Kooperation hineinkommen könnten, ich würde die jederzeit aufgreifen wollen, denn es würde unserer Marke nichts nehmen. Im Übrigen glaube ich auch, dass NDR und Süddeutsche Zeitung jenseits ihrer eigenen Marke extrem davon profitieren, dass sie in diesem Rechercheverbund sind. Noch nie in der Vergangenheit hat ein unbeteiligter Zuschauer oder Kunde so viel mitbekommen, was dort für eine Recherchekapazität ist. Also das beflügelt im Prinzip alle. Und insofern wäre das natürlich auch ein Auftrag zu sagen, das ist das, was ihr jetzt im öffentlich-rechtlichen Wissenschaftsjournalismus eigentlich hinkriegen müsstet. Thomas, wie wäre das beim WDR? Ich meine, ARD aktuell, okay, eher nicht, aber wie wäre es mit Kooperationen mit ARD, WDR, die Story, mit Plus Minus, mit den politischen Magazinen? Weil viele der Themen, haben wir von Herrn Kauber auch heute Morgen gehört, sind ja hochpolitische Themen. Wie sieht es da aus mit Kooperationen seitens der WDR-Wissenschaft? Ich nehme das auf, was Nils vorhin angesprochen hat, dass sich ja nicht immer sehr scharf trennen lässt. Ja, was ist der Beitrag, den Wissenschaftsjournalisten zu einem Thema leisten können und wo liegen die Beiträge der anderen Ressorts. Wenn jetzt zum Beispiel die Abgasaffäre bei VW ein Thema ist, finde ich schon wichtig, dass auch ein Wissenschaftsressort sich überlegt oder überlegen sollte, welchen Beitrag kann ich leisten, um ein größeres Bild für den Zuschauer, für den Leser mit zu entwerfen. Ja, und dann muss man eben über Kooperationen reden. So wie wir zum Beispiel bei Ebola auch nicht, und das war ARD-weit eine Kooperation oder ist eine Kooperation im Haus, genauer gesagt, wir haben das Thema Ebola nicht den Auslandskorrespondenten überlassen, sondern haben gesagt, okay, wir haben da einige interessante Hintergründe und haben dann eben im Abendprogramm zusammen eine Kurzdoku dazu bestritten. Ich glaube, das wird relevant werden, aus Zuschauersicht erst recht, weil der nicht immer unterscheiden mag zwischen dem, was ein Ressort dazu anzubieten hat und was er eigentlich wissen will. Er trennt nicht, ja, sondern er will sozusagen Teilnehmer sein an größeren Zusammenhängen. Und da müssen wir uns gefälligst auf den Weg machen, mit anderen Ressorts auch solche Themen gemeinsam zu bearbeiten. Aber wäre das dann nicht genau ein Modell, also auf dem man aufsetzen könnte, sei es über eine Redaktion wie Nano, die ja nun mal 8 oder 9, habe ich gerade gelernt, inzwischen Redaktionen zusammenbringt, die natürlich jede für sich denken, die müssen sich koordinieren. Der WDR kann nicht jeden Tag sozusagen aktuell in deiner Abteilung was anbieten, aber hier ist irgendwo Martin Schneider, SWR, BR, RBB und so weiter. Also wenn man da sozusagen untereinander ein bisschen mit drauf guckt und dann auch in die Häuser, also nicht nur eine Kooperation zwischen den Ressorts, ganz wichtiger Punkt, weil das ist eine interne Verteilung, die hat der Normalbürger nicht, aber eben auch zwischen den Sendeanstalten, weil ihr seid ja eigentlich in der Masse, wenn ihr zusammen seid ihr ja relativ stark, was Wissenschaft im Öffentlich-Rechtlichen angeht, muss man ja einfach mal sagen, wenn man die alle zusammen. Ich nehme das mit. Es gibt keinen triftigen Grund, warum eine Redaktion, wie wir wissen, die im Moment einen Samstagplatz am Nachmittag nur bespielt, sich nicht stärker aktuellen Themen zuwenden sollte. Also die Schlagkraft der 5 beteiligten Häuser da zusammenführt, um stärker aktuelle Themen zu bearbeiten. Das muss man sich angucken. Im Prinzip bin ich aber der Meinung, dass wir als Wissenschaftsjournalisten oder Redaktionen, wir sind echt wenige. Ja? Die Heerscharen der Politikressorts, die machen uns platt. Ich bin auch nicht sicher,
was der ARD-Chefredakteur oder der TT-Tagesschau-Tagesthemen-Chefredakteur antworten würde, wenn er hier säße, ob er eine Aussicht erkennen möchte, dass Wissenschaftsthemen stärker im Aktuellen stattfinden. Ich bin mir allerdings sicher, dass wir da erheblichen Abrieb hätten. Ich meine, in meiner Redaktion, die ist relativ groß, da sind immerhin 9 erwachsene Redakteure an Bord. Wir hätten erheblichen Abrieb, wenn wir jeden Tag einsteigen würden in diesen Wettbewerb, wie eben vielleicht leichtfertigerweise angekündigt, jeden Tag einsteigen würden in diesen Wettbewerb, um die besten schlagzeilenträchtigen Themen. Im Übrigen sind die Spielregeln im Fernsehen auch ein bisschen anders. Wenn im Print ein Thema schlagzeilengetrieben vertieft werden soll und muss von Wissenschaftsautoren im Print oder im Hörfunk, dann sind die sehr schnell. Wenn wir uns entschieden haben dafür, ist es Mittag und dann müssen wir erstmal die Maschine anwerfen und ob wir das am selben Tag noch schaffen, da gelten einfach andere Regeln. Also ein bisschen, finde ich, ist die Übertragbarkeit der Anforderungen da vielleicht nicht gegeben. Andreas, ganz kurz, ich biete dir einen Beratervertrag an für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wo du die Konzepte, mit denen ihr es im Print schafft, sozusagen, auch übrigens beim Chefredakteur, den habe ich noch als Seite 3-Chef bei der Süddeutschen erlebt, der war jetzt auch bei Wissenschaft, jetzt hat er also auch kein Funkeln in den Augen bekommen und trotzdem seid ihr da ja gut vertreten, vielleicht weil ihr selber in der Nische seid, mit einem Akademikermedium, wie das vorhin mal so anklang. Aber ich gebe dir einen Beratervertrag jetzt für die Fernsehkollegen. Wie stellst du es an, dass du Herrn Gnifke, der in seiner ARD, 10 Euro sind schon da, wir sammeln, ich gebe dir einen Beratervertrag, wie stellst du es bei Herrn Gnifke an, der ja, soweit ich weiß, bei seinen 55 ARD aktuell Redakteuren nach wie vor keinen einzigen Wissenschaftsredakteur oder Redakteurin hat. Wie kriegst du da jeden Tag, wenn der Martin Schneider, der BR, der WDR, wenn alle mitmachen, wie kriegst du da jeden Tag was unter? Und wie verkraftest du den Abrieb der vielen erwachsenen Redakteure, die dann da vielleicht auch mit einzubringen sind? Für Beraterverträge bin ich nicht zu haben. Das, aber Thomas, du kannst das wieder einstecken. Das entspricht so ungefähr den Gebühren. Okay. Mich stört dieser Begriff Wissenschaftsthema oder Wissenschaftsjournalismus. Ich meine, wir leben in einer Zeit, die ist für Journalisten total wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Eine Riesengeschichte jagt die nächste, ein Ereignis torpediert das andere und wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hingucken sollen. Und natürlich muss man sich bei VW über NOx unterhalten. Oder man muss sich mit einem Migrationsforscher unterhalten. Oder mit einem Terrorismusforscher. Also die Frage ist, welchen Beitrag kann Wissenschaft zu den Fragen liefern, die jetzt gerade aktuell sind? Welchen besonderen Beitrag, der nur aus der Wissenschaft kommen kann? Und das ist für mich eben nicht Wissenschaftsjournalismus, sondern das ist Journalismus, der eine bestimmte Perspektive abfragt im Sinne einer gesellschaftlichen Frage, die jetzt gerade existiert. Und ich finde, darin steckt die große Chance. Ich habe mich vorher auch schon gewundert, als du gesagt hast, Focus macht 40% seiner Titel mit Wissenschaftsthemen. Ich meine, vielleicht muss man sich ja mal überlegen, was ein Wissenschaftsthema ist. Also für mich sind es irgendwelche Service-Themen, die dann vielleicht mit Medizin was zu tun haben. Ist es Wissenschaftsthema? Und gleichzeitig irgendwie sehe ich in der ARD, also in den Tagesthemen, sehe ich immer wieder Geschichten über Gesundheitspolitik, über die ich mich oftmals auch ärgere, weil die irgendwie lobbyverzerrt sind. Da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht mehr jemand mit medizinischem Sachverstand auch Themen macht. Also ich meine, das sind für mich auch Wissenschaftsthemen, die dann aber gar nicht von Wissenschaftsredakteuren gemacht werden, sondern halt von irgendwelchen Politikredakteuren. Das kann ich aufklären. Also die 40% sind nach Aussage des Ressortleiters vom Fokus, der letzte Woche bei uns zu Gast war, sind Themen auf dem Titel, die tatsächlich aus dem Kern der Wissenschaft und Technikredaktion kommen. Also wo diese Redaktion wirklich federführend sozusagen mitverantwortlich dafür ist. Naja, ich meine, ich kenne es ja auch noch, aber ist ein Rückenthema ein Wissenschaftsthema zum Beispiel? Ja? Also ich meine, wo es dann darum geht, welche Tipps es gibt, die vielleicht irgendwie Rückenschmerzen leiden. Also für mich wäre ein Wissenschaftsthema, auch ein medizinisches eher, was gibt es, also muss es doch ein Ansatz sein, was ist gesellschaftlich relevant, was gibt es was Neues. Das sind für mich eigentlich Wissenschaftsthemen auch und nicht so diese ganze Service-Ecke, auch wenn die vielleicht, wir finden es dann toll, dass sie aus dem Wissenschaftsressort kommen dann, ja, aber ich meine, das sind ja deshalb vielleicht trotzdem nicht unbedingt Wissenschaftsthemen. Gut, das ist der Punkt, was ist verkäuflich von der weiten Bandbreite der Wissenschaftsthemen? Herr Boeing? Ja, ich wollte noch mal
Hallo? Ja, doch, jetzt bin ich drauf. Vielleicht noch mal eine kleine Lanze dafür brechen, dass wir über zwei Perspektiven auch jeweils ein bisschen getrennt drauf gucken. Also das Aktuelle und das, was kann der Wissenschaftsjournalismus, um jetzt doch mal bei dem Namen zu bleiben, haben wir ja hier auch in der Veranstaltung stehen, eher an den großen Fragen, Fragezeichen, die da überall sind, machen. Insofern, da finde ich sowas toll, wenn ich das höre, das gibt zwei Leute, die sich mit TTIP beschäftigen. Weil ich glaube, gut, das ist jetzt wirklich sehr Printperspektive, dass, oder Print und Online, die News laufen immer. Ich kann immer irgendwo in Schnipseln sehen, da ist ein Paper und da haben sie jetzt wieder gesagt, damit könnte man das machen, was sie vor 3 Jahren auch schon gesagt haben, damit könnte man das machen. Aber unsere Aufgabe wäre doch, darüber hinaus auch zu schauen, wie binden wir Themen nochmal ganz anders zusammen. Auch ein bisschen wegzukommen von diesem Denken in generischen Themen. Ja, was ist denn jetzt mit Stammzellen? Ja, mein Gott, das kann ich einmal im Jahr machen. Und diese Herangehensweise, was ist denn jetzt damit, was ist denn jetzt damit? Also das finde ich immer noch recht dominant. Und ich glaube, da könnte zum Beispiel mit ressortüberschreitender Arbeit Interessanteres noch rauskommen. Also noch viel mehr Interessantes, wenn man sagt, was für eine Frage wollen wir anpacken? Ja, was für eine Frage hat mir gestern Abend jemand in der Kneipe gestellt? Kannst du mir das beantworten? Und dann passt diese Frage aber nirgendwo richtig rein. Na und? Dann fangen wir es einfach mal an. Da hat man immer noch die Schubladen dann doch im Haus irgendwie. Helmut hört sich dafür noch. Jetzt gerät es ein bisschen auseinander. Das ist sozusagen die Perspektive, die können wir immer haben. Also da rede ich jetzt mal für den SWR in unserem Magazin, das wir im Dritten haben. Da haben wir uns viele Freiheitsgrade erarbeitet. Jetzt könnte man natürlich despektierlich sagen, das ist ja auch die Nische. Gut. Diese Sender, die sind regional aufgestellt. Für uns ist es fürs Überleben notwendig, dass wir im Dritten, in dem Kerngeschäft des Senders sozusagen Wissenschaft anbieten für dieses Publikum, das dort zu erwarten ist. Da nehmen wir hin und wieder auch Themen, die abseits des Weges sind. Das ist das, was der Thomas auch für sich bei Quarks reserviert. Aber das ist das eine Geschäft. Das ist dieses Geschäft, wenn man dann Expertise hat, dann kann man auch mit aufrechtem Gang irgendwo nach Hamburg gehen und sagen, Leute, wenn ihr Fachleute braucht, dann ruft bei uns an. Bisher, wenn man nochmal an das Schlachtfeld, an die Machtzentren des Journalismus in der ARD zumindest rangehen oder im Öffentlich-Rechtlichen nach Hamburg, dann ist das Tagesschau, dann ist das Brennpunkt. Wenn wir dort nicht stattfinden, gibt es uns hart gesprochen so nicht. Dann gibt es noch tolle Dokumentationen, da denke ich, können wir auch immer noch bestehen, aber dort, wo es darum geht, Tagesschau, da werden wir immer dann nachgefragt, der SWR ist regelmäßig gebucht, wenn die Nobelpreise vergeben werden. Da ist sozusagen ganz klar, das sind die Fachleute, die haben die Expertise, nicht, dass die immer genau wissen, wer sie kriegt oder dann schnell wissen, was der eigentlich gemacht hat, aber die schaffen es hin, 3 Stunden später ein Programm in Sendung zu bringen, das besser ist, als wenn es Hamburg selbst gemacht hätte. Dann wird die Wissenschaft von vorgestern dann plötzlich top aktuell sozusagen. So, da werden wir nachgefragt. Bei den anderen Themen, und da widerspreche ich dann Herrn Gill ein bisschen, das ist so, das könnten andere auch, aber wenn die Medizinthemen dann von anderen gemacht werden, dann fehlt genau diese Expertise, die wir für uns schon reservieren möchten, weil wir Journalisten haben, die sich dauerhaft mit diesen Themen beschäftigen und die dann diesen manchmal falschen Zungenschlag vielleicht auch korrigieren könnten. Nur, da müssten wir dann in der Lage sein, auch genau das, diesen Abrieb auszuhalten und strukturell in der Lage gestellt zu sein, auch zu liefern. Also ich glaube, wir brauchen 2 Sachen. Auf der einen Seite müssen wir in der Lage sein, das zu liefern. Da hat der Wissenschaftsjournalismus noch Nachholbedarf. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es sowas wie einen öffentlichen Druck geben muss, wo man sagen muss, wie kann es sein, dass in den Nachrichten alle Ressorts vertreten sind, zu allem etwas gesagt wird. Nur bei den Themen, da findet im Prinzip kaum etwas statt. Ich verstehe, wenn ich kurz fragen darf, ich verstehe nicht, warum Sie Tagesschau sagen. Sie müssen doch eigentlich eher Tagesthemen sagen. Also Tagesschau sind doch im Prinzip Nachrichten, da ist doch... Ach so, okay, gut. Ja, weil ich meine, ich sehe... Die gleiche Redaktion letztendlich. Die Menschen nennen sich ARD aktuell. Ja. Helmut, weil du die These aufgestellt hast, ja, angenommen ein Gedankenspiel, wenn es innerhalb der letzten 10 Tage 2-30 gegeben hätte in den Tagesthemen oder Tagesschau, ja, und ich hätte euch gefragt, hey, mach doch mal jetzt ganz schnell zum Thema Dings. Darauf hat die Welt gewartet. Welches Thema wäre es gewesen in den letzten 10 Tagen? Also ich bezweifle, dass es erstrebenswert ist,
Teil dieser Nachrichtenmaschine zu werden und behaupte, bei der Wurst, länger her als 10 Tage, da wäre es angebracht gewesen. Es ist immer angebracht, wenn etwas Ereignishaftes stattfindet, ja, wenn sozusagen zweifelhafte Warnungen rausgehen, ja, die große Relevanz haben, oder wenn, wenn etwas geschieht wie Rosetta und Philae, ja, oder wenn, wenn eine Epidemie droht. Aber routinemäßig, glaube ich, routinemäßig würden wir uns sehr schwer tun, Nachrichtenthemen zu definieren, von denen wir der Meinung wären, das gehört, ja, weil es sozusagen fertig und berichtenswert ist und nicht Work in Progress und keine vielen offenen Fragen, dass jeden zweiten, dritten Abend in der Tagesschau oder auch mal bei heute, ja, ist ja auch eine Sendung dafür, in Frage kommen könnte. Ich weiß es nicht. Also ich habe da meine Zweifel, ob diese Annahme stimmt. Thomas, Sie können alle diese Themen, die auf der Seite 1 der Süddeutschen stehen, alle diese Themen könnten Sie machen, die unten in dem Kasten stehen, die immer wieder stehen. Alle diese Themen sind nachrichtentauglich. Und ich meine, Sie müssen doch, das muss doch Ihr Anspruch sein, Sie müssen doch in die großen Sendungen kommen. Sie können doch nicht sagen, hier sich beklagen, wir sind in der Nische und dann sich aber auf die Nische beschränken. Sie müssen doch in die großen Themen, hätten in die großen Sendungen wollen. Hätten wir bei dem Wurstthema bestehen können, wir haben es anders gemacht. Also wir haben nicht in Hamburg angerufen, aber wir haben uns einmal noch hingesetzt und haben gesagt, okay, was ist die Message ja bei der WHO-Studie? Und wir haben dann reagiert bei unserem Facebook-Kanal Quarks & Co., da hängen 113.000 Leute dran und haben eine kleine Grafik gemacht und die Zahlen nochmal richtig eingeordnet und interpretiert, also die Risikobewertung nochmal buchstabiert, und dieses Ding hat 800.000 Leute erreicht. Ich denke eher sozusagen an der Marke, an dem Punkt, ja? Also wen können wir erreichen mit wichtigen Botschaften, als nachrichtenstrategisch mich bei der Tagesschau anzudienen. Damit ist den Leuten mehr geholfen. Wobei da dann nochmal eine Größenordnung dazwischen liegt. Ne? Also 800.000 und Millionen Publikum. Aber zugegeben. Ja, ich nehme deine Frage trotzdem, Thomas, weil das wäre meine Überleitungsfrage für das Publikum gewesen. Vorhin auf dem Flur mit einer Kollegin drüber gesprochen. Was haben eigentlich Wissenschaftsredaktionen jetzt aktuell zu Paris gemacht? Ist das nicht, jetzt rief da einer jede gerade hier, Panikforschung wäre ein Thema. Also es würde mich interessieren, jetzt in der Runde, wenn jemand da an diesem Beispiel, was ja nun wirklich unstrittig ist und was vielleicht bei vielen auch Erinnerungen an Wissenschaftsthemen weckt, die man nach dem 11. September gemacht hat. Also wer von Ihnen hat da Themen gemacht? Sie können gerne da ein Beispiel dazu sagen. Sie können aber auch zu allem, was wir jetzt hier schon angesprochen haben, eine Frage stellen. Hier ist ein Saalmikrofon. Irgendwie. Vielleicht gibt es ja erstmal ein Handzeichen. Wer hat aktuell ein Wissenschaftsthema zu Paris gemacht? Jean Rubner, willst du was erzählen dazu? Also soweit ich weiß, haben wir heute Abend in IQ, also im Radio, ein Interview, entweder mit Ortwin Renn oder mit Giga Renzer zur Risikowahrnehmung. Ist natürlich das Erste, was einem einfällt. Ich gestehe, dass mir jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr einfallen würde am Tag 3 nach dem Anschlag. Vielleicht noch kurz zu Thomas Hallett. Ich würde dem wirklich massiv widersprechen. Ich glaube, wir Wissenschaftsjournalisten bestehen nur, wenn wir in Konkurrenz mit den anderen Ressorts um die Seite 1 um die Nachrichtensendungen buhlen. Im Radio funktioniert es bei uns zumindest beim BR überraschend gut. Ja. Es hat natürlich ein bisschen was hat es mit dem Zeitfaktor, den Sie genannt haben, zu tun. Ich glaube aber auch, dass das Fernsehen, zumindest der BR, sich dahin bewegen wird, weil sozusagen das Fachredaktionsprinzip sehr stark jetzt umgesetzt werden soll, und dann werden die Kollegen von Abendschau und Rundschau nicht mehr ihr eigenes Zeugs zu Higgs-Teilchen oder sonst machen dürfen. Nämlich dann wird sozusagen der Sachverstand aus den Fachredaktionen, aus der Wissenschaftsredaktion abgefragt, und ich finde das eine super Entwicklung. Ganz kurz dazu. Ja, Reaktionsgeschwindigkeit ist natürlich Schlüsselwort. Also wenn wir jetzt crossmedial beim WDR stärker arbeiten, habe ich auch die Hoffnung, dass wir die Reaktionsgeschwindigkeit der Kollegen von Hörfunk und Online, dass wir die auch in irgendeiner Art und Weise nutzen können für, sagen, als Impuls, ja, für die Generierung von Fernsehthemen, ja, auf der aktuellen Schiene. Das würde ich mir wünschen, aber das ist noch for the future. Im Übrigen, was die Frage betrifft, Holger,
Ich finde, Integration ist das Thema in diesen Tagen, Integration versus gespaltener Gesellschaft. Und wir haben jetzt gerade ein Thema in der Pipeline, wo wir uns genauer angucken, aus, wenn man so will, soziologischer Sicht, wissenschaftlicher Sicht, was macht eigentlich Integration so schwer? Ja? Und wie ist es mit der Wahrnehmung von Fremdem und Eigenem? Ich finde es ein super Thema und da können wir völlig anders rangehen oder werden völlig anders rangehen, als Kollegen aus der Politik das tun würden. Das finde ich ein Auftrag und ein spannendes Thema. Ich wollte gerade noch mal sagen, ich lese gerade, was Nano heute macht, verlorenes Molenbeek, eine Spur der Attentäter aus Paris führt nach Belgien. Gesprächsgast Ronja Kempin, Stiftung Wissenschaft und Politik. Also, die reagieren, die Kollegen. Während ich hier bin, habe ich es halt leider nur im Ticker jetzt gelesen. Aber das wäre dann sozusagen die Erweiterung der bisher klassisch Richtung Naturwissenschaft, Technik, Medizin orientierten Wissenschaftsredaktionen in die Richtung hier in dem Fall Politik, Wissenschaften, Sozialwissenschaften und so weiter. Ist das sozusagen dann ein Schlüssel? Kriegt man das dann der Zugang sozusagen, um da besser Fuß zu fassen bei aktuellen Themen? Absolut. Und bei Nano, wenn man sich die Geschichte anschaut in diesen 15 Jahren, als ich das damals mit den Kollegen gegründet habe, da war es noch ganz klar, dass wir komplett angelsächsisch gedacht haben, dann muss es nur Naturwissenschaft sein. Und mittlerweile, wenn man sich das anschaut, ist das ein sehr viel erweiterter Wissenschaftsbegriff. Und auch deswegen kommen sehr viel mehr Themen auch, die quasi bei uns auch aktuell gesetzt werden können. Man läuft dann in Gefahr natürlich, dass man diese Expertise, dass man aus dieser Nische herausgeht, dass man stärker im Wettbewerb steht. Und es gibt auch den einen und anderen, der sagt, jetzt fangt ihr auch an, diese Themen zu machen, die ich ja allenthalben schon behandelt bekomme. Und dann muss man auch manchmal wieder dagegen steuern und sagen, wenn wir jetzt beliebig werden und einfach nur Themen von den anderen Redaktionen dann nochmal bei Nano wiederholen, dann fragt man sich zu Recht, wieso soll ich einschalten? Aber in diesem Fall geht es darum, in diesem Zwischenraum immer wieder auch zu bestehen und die richtige Antwort auf die Herausforderungen zu finden. Das ist also klar, wenn der Löwe das Naturschutzgebiet verlässt, wird es auch für ihn gefährlicher da draußen. Das ist sozusagen, dann das nimmt man in Kauf. Ja. Fragen aus der Runde. Es geht immerhin um nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit der Branche. Bitte hier vorne einmal kurz entweder, vielleicht geben wir eins unserer Mikrofone her, und wenn Sie ganz kurz sagen würden, hier hat sich das bei Jean Ruber aufgeklärt, wer Sie sind und für wen Sie so arbeiten. Ich bin Christian Mayer, ich bin freier Wissenschaftsjournalist und schreibe für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften. Und ich hätte eine Frage zum Thema investigativen Wissenschaftsjournalismus. Dieselgate wäre sicher ein Thema, mit dem man ganz sicher auf der ersten Seite landet. Und man hat oft gehört, dass die Deutsche Umwelthilfe da schon im Vorfeld oft darauf hingewiesen hat und das nicht gehört wurde. Die beklagen sich darüber. Und vielleicht sehe ich was falsch, aber das Thema scheint auf dem Tablett gewesen zu sein, nur nicht detektiert worden zu sein. Und das brauchte die US-Behörde, um das sozusagen publik zu machen. Und da kann man sich dann schon mal fragen, warum Technikjournalisten oder Wissenschaftsjournalisten das nicht vorher entdeckt haben, sage ich mal. Das ist eigentlich die Frage an die Runde, woran liegt das? Vielleicht fangen wir bei dem Thema investigativ bei Markus Grill an. Warum hattet ihr das nicht, sagte immer der Chefredakteur. Also für mich war es neu. Aber ich kenne mich in Technikfragen jetzt auch nicht so aus. Ich meine, aber ich habe die letzten paar Jahre viel im Bereich Gesundheitswesen gemacht und da kann man sicher auch investigative Geschichten machen. Und ich habe das auch gemacht, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, warum das vielleicht Wissenschaftsjournalisten weniger machen. Es könnte vielleicht sein, dass man im Wissenschaftsjournalismus, nur eine These, vielleicht auch dazu neigt, sozusagen stärker immer auf Ausgleich zu achten, die einen, die anderen, und sich vielleicht weniger klar zu einer pointierteren Haltung durchringt, was bei investigativen Journalisten, glaube ich, verbreiteter ist. Ja? Vielleicht ist das ein Grund. Ja? Also ich glaube, es ist halt so, dass das investigative Journalisten eher so im Bereich Wirtschaft und Politik arbeiten und Wissenschaftsjournalisten halt sehr in ihrem Fachgebiet immer arbeiten, aber sich weniger um Fragen wie zum Beispiel Korruption oder sowas in dem Fachgebiet dann auch kümmern, ja, sondern eher halt so die klassisch wissenschaftlichen Fragen beantworten wollen. Vielleicht der Nachbar auch, der ja auch ein technischen, physikalischen Themen unterwegs ist. Ich meine, damit kann man sich doch als Freier auch profilieren, wenn man wirklich mal so eine Geschichte ausgegraben hat.
Naja, wenn man drauf stößt, ist super, ne? Ja. War aber nicht der Fall. Nee, war nicht der Fall. Also hatte ich mein Augenmerk auch nicht drauf. Selbst dann ist aber, glaube ich, noch die Frage, das hatten wir eben schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Freier auf so eine Sache stoße, sei es, weil vielleicht, wenn die Umwelthilfe da so die Spur ausgelegt hat, ich der gefolgt bin, also wo trage ich es dann rein? Ne? Wer sagt mir dann, hey, wow, cool, komm, lass mal loslegen. Normalerweise die Zugänge der Freien sind schon eher zu den Wissenschaftsressorts. Ja? Nur jetzt in diesem speziellen Fall ist es ja auch wieder so ein Thema, was irgendwie Wirtschaft, Politik, Regulierung, alles Mögliche bewegt. Das heißt, da müsste man eigentlich einen Zugang zum Politikressort haben, um das richtig vorne als Coup rauszubringen. Ich glaube, wenn das über das Wissenschaftsressort eingefädelt wird, als allererster wird es nichts werden. Okay, also vielleicht diejenigen, die in den Redaktionen sitzen. Also das ist ja typische Phänomen, ne? Man bietet exklusiv was an und kriegt als Antwort, nein, DPA hat es noch nicht berichtet. Ja? Nee, also, nee. Oder? Ja, könnte manchmal sein, aber bei dem ist es so, dass ich das auch gehört habe, die Deutsche Umwelthilfe, natürlich bin ich sozusagen im Verteiler, natürlich lese ich das auch durch, aber da hat einfach der rauchende Colt gefehlt. Ja? Da hat man einfach... Es ist sozusagen immer wieder bekannt, dass es diese Klage gibt, dass da was nicht stimmt. Das habe ich aber schon häufig gehört. Das ist für mich kein Grund gewesen, dort einzusteigen. Wenn mir dann jemand wirklich Fakten genannt hätte, na klar, das wäre für uns natürlich ein gefundenes Fressen gewesen. Und wenn man dann, da ist Nano ein Einstieg. Wir haben viele Freiheiten. Wir haben gerade, weil wir in der Nische sind, so gesehen, viele Freiheiten, Dinge zu machen. Und von dort aus könnte es dann losgehen. Aber dann muss natürlich auch das geliefert werden, was dann die Kollegen aus Kalifornien geliefert haben. Und das ist eben nicht so trivial. Das ist nicht mit einer Pressemeldung getan. Andreas, bei euch ganz konkret, wenn man jemand so ein Thema hat als Freier, dann über eine Wissenschaftsredaktion, über das Aktuelle oder wie geht man da vor? Also inzwischen sind wir relativ durchlässig. Wir reden miteinander zwischen den Ressorts. Und sehr gut. Es gab mal Zeiten, da war das nicht so. das heißt, ich würde mich als Freier immer an den Redakteur wenden, den ich am besten kenne, sozusagen, weil ich da weiß, wo ich es platziere. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, ist es jetzt erst der Wissenschaftler oder erst der Politiker. In diesem Fall ist es, glaube ich, so, ich erinnere mich an alte Gespräche mit meinem alten Lieblingsredakteur Hans Schuh, der lange Zeit sich mit Automobilindustrie beschäftigt hat und der mir immer schon erzählt hat, dass diese Autos für diese Tests präpariert werden. Aber er meinte natürlich hoch aufgeblasene Reifen, Reifendruck erhöhen, schmale Räder drauf, Klimaanlage abklemmen und so weiter. Und so kam halt immer wieder diese Meldung, tun doch alle, tun doch alle, tun doch alle. Und in diesem ständigen, das ist halt so, ist diese Meldung, glaube ich, musste diese Meldung tatsächlich vielleicht erst aus Kalifornien kommen. Ja. Okay, die Nachbarin und dann Herr König. Ja, haben wir bestimmt. Eva Wolfangel, freie Journalistin. Ich mache viel so Themen wie Big Data, Roboterethik und sowas, was Herr Böing vorher sagt. Und mir kommt das gerade sehr polarisiert vor, was Sie diskutieren. Also die einen sagen, das ist die Nachrichtenmaschine, da wollen wir nicht hin. Und die anderen sagen, nee, wir bleiben lieber in der Nische. Und ich finde, also gerade haben Sie ja auch gesagt, Herr Böing, mit diesen, wie verändert Big Data die Gesellschaft, Themen kommt man ganz gut in den Politikteilen, auch auf die vorderen Seiten. Und ich finde, es muss nicht Nachrichtenmaschine sein. Das sind ja auch ausgeruhte Themen auf Seite 3 zum Beispiel bei diversen Tageszeitungen. Meine Frage wäre, sehen Sie noch andere Themen, wo das, also ich habe bei dem Thema geht es gerade sehr gut, Big Data, wie verändern Roboter unser Leben, es muss ja noch andere Themen geben, wo das funktioniert, ohne den Nachrichtendruck auf die ersten Seiten zu kommen. Sehen Sie auf dem Podium noch andere Themen dazu? Wollen Sie alle oder haben Sie eine Präferenz? Alle, okay, alle. Dann bitte alle kurz. Na gut, ich meine, das hängt natürlich auch echt immer vom eigenen Blick ab. Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel immer noch dazu nehmen, weil ich mich jetzt seit Jahren damit beschäftige, alles was irgendwie mit 3D-Druck, Personal Fabrication und Reindustrialisierung, wie das dann in den USA zum Teil auch heißt, bis hin Industrie 4.0, das würde ich mit da reinnehmen. Wobei der Übergang zu dem anderen ist dann auch sehr fließend, zu dem Big Data Robotisierung. Da kommt es eher darauf an, aus wessen Blickwinkel betrachtet man es? Also ist es eine Industriegeschichte oder ist es quasi eine der Graswurzelbewegungen oder wie auch immer man das nennen will? Ne, das ist ja ein wahnsinniges Spektrum. Markus?
Also ich tue mich schwer zu sagen, welche Themen man noch irgendwie anbieten könnte im Wissenschaftsjournalismus. Also ich meine, die heilige Trias hast du ja gesagt vorher, ja. Also ja. Also, ja. Ja, ich naja, natürlich, völlig klar irgendwie. Also ich meine, der Punkt ist sozusagen, was ist sozusagen die Synthese aus diesen beiden Punkten? Dass die polarisieren, war so ein bisschen ein dramaturgischer Gedanke, dass wir die jetzt nicht Einheitsmeinung hier haben, aber wo ist sozusagen die Zwischenlösung irgendwie? Und welche, das finde ich schon, also welche Themen, was sind die kommenden Themen, nicht konkrete Themen, aber Themenkomplexe? Also auch bei Big Data könnte man sagen, da hätte man auch 3 Jahre früher drauf kommen können, bevor das dann irgendwie alle machen. Also wer will, wer fühlt sich noch da sozusagen zu berufen? Was ist die Synthese aus den verschiedenen Sachen und was sind die großen Themenkomplexe der Zukunft? Einfach mal die Fließrichtung im Informationskanal verändern. Nicht von der Wissenschaft in die Gesellschaft, sondern umgekehrt sozusagen. Was sind jetzt gerade die großen gesellschaftlichen Fragen? Und die an die Wissenschaft stellen und dort die richtigen Ansprechpartner zu finden. Ich glaube, das ist das, was Wissenschaft aus der Nische rausbringt, was plötzlich andere Themen zu auch Wissenschaftsthemen macht. Ich höre in solchen Diskussionen immer noch zu sehr dieses alte Modell durch. Da gibt es News aus der Wissenschaft generiert. Und es gibt noch viel zu viele Kollegen, die sind einfach stolz darauf, dass sie eine Nature-Meldung übersetzen können. Ja. Was auch nicht und alle. Ich lese also. Auch übrigens auch, es gibt noch einen Weg aus der Nische. Ich lese immer noch viel zu viel mittelmäßigen Wissenschaftsjournalismus. Ja, also wir begnügen uns damit, dass wir übersetzen können und vielleicht noch eine Meinung entwickelt haben. Tatsächlich aber müssten wir genau das viel, viel stärker machen. Klar müssen wir übersetzen können, aber andere Leute müssen sich in anderen Bereichen auch auskennen. Und so mit manchen Politikkollegen wollte ich in den letzten Wochen nicht tauschen. Die müssen auch eine ganze Menge wissen. Also der Stolz darauf, Nature, Lancet und Science lesen zu können, reicht wirklich nicht aus. Aber, Meinung bilden und Formate entwickeln. Sprache entwickeln, weiterentwickeln. Also das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was sind dann die Defizite, wenn du sagst, das mittelmäßig? Also das wären die Punkte, wo du sagen würdest, da müsste weitergearbeitet werden. Der immer gleiche angefeaturete Professor vor seinem Bücherregal, der dann was sagen darf, dann verschwindet und am Ende des Textes noch einmal pro forma zitiert wird. Okay. Ich hänge mich da Thomas. Dran. Ich hänge mich da dran und sage, Die Liste von Themen, die es noch zu entdecken gibt, die hat wahrscheinlich keiner hier im Raum. Aber ich glaube, dass es all die vielen Themen gibt, die gut sind, die aber noch einmal anders und zwar herausragend erzählt werden wollen. Klimagipfel in Paris demnächst. Wow. Wer will es machen? Keiner so richtig. Ja? Aber wir müssen daran. Ja? Wir müssen daran. Das wird von uns erwartet. Das wird jetzt keinen Aufruhr geben vor dem Fernseher, wenn wir es machen. Aber wir müssen uns überlegen, auf welche Art und Weise wir das Thema trotzdem mit einer gewissen Attraktivität und Seriosität versehen. Wir haben eine Idee dazu. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Aber das ist zugegeben kein neues Thema, aber eines, das sozusagen neu entdeckt werden will. Und dem müssen wir uns stellen. So, jetzt kommen die beiden doch nochmal. Insofern wollen jetzt nämlich doch alle, also sehr gut. Ja. Markus? Ich habe nur so nachgedacht, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wenig über empirische Sozialforschung berichtet wird. Ich weiß gar nicht, wo es stattfindet, aber ich meine, da gibt es ja früher auch Klassiker. Also es gab ja irgendwie die Arbeitslosen von Marienthal, also Studie von Lazar oder so hieß es, klar, Österreich. Ja? Ich meine, wo findet hier eigentlich in Deutschland empirische Sozialforschung statt? Also wie, ich meine, es verändern sich sozusagen Sozialstrukturen, es gibt sozusagen 7,5 Millionen Minijobs. Ich meine, was bedeutet das für Leute? Also in dem Feld, das jetzt nicht Naturwissenschaft und Technik, aber in dem Feld der Sozialforschung, finde ich, kommen Wissenschaftler zu wenig zu Wort. Also ich nehme da nichts Richtiges wahr. Ich würde aber vermuten, es findet doch statt an Universitäten und in der Wissenschaft. Ja, zu Andreas. Also zum einen möchte ich ihm unbedingt zustimmen und würde es gerne sogar noch ein Stückchen zuspitzen. Also wahrscheinlich wäre uns allen auch geholfen, wenn wir mal ein bisschen die Glätte aus dem Ganzen, wie wir es aufbereiten, rausnehmen. Sprachlich, formal, also oder was für Formate trauen wir uns zu? Also wollen wir die Leute auch mal ein bisschen ins Stutzen bringen? Ja? Also können wir den Leuten was zumuten? Warum nicht? Muss ja nicht jeden Tag sein. Aber es gibt einfach sehr viel, das liest sich sehr ähnlich und das rauscht durch.
Und wenn es bei mir schon durchrauscht, obwohl ich mich noch für das Thema interessiere oder interessieren muss, dann gehe ich schon davon aus, dass es auch noch bei ein paar anderen Leuten durchrauscht. Okay, jetzt habe ich Herrn König vom IDW und dann hier Christoph Koch vom Stern. Die aus der Mitte noch, bitte. Ja, ich bitte um Verzeihung, dass ich wieder zurückkomme auf ein Thema, das ein bisschen am Anfang war, aber struktureller Natur ist. Und das geht eher an Markus Grill und an Andrea Sendka, die ja vorhin so etwas wie eine Kontroverse untereinander leicht anschauen ließen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die sind ja alle Teil einer ökonomischen Verwertungskette. Und bei Andrea Sendka kam ja durch, dass die Zeit ja nicht nur sie auf die erste Seite lässt, sondern das ist ja eine langfristige Strategie der Zeit gewesen, schon relativ früh in den Wissenschaftsmarketing, in den Hochschulmarketing hineinzusteigen. Hat das erleichtert? Also als Frage an Sie und gleichzeitig an Markus Grill die Frage, Sie recherchieren als Team einzelne Themen und verschenken sie. Sie werden durch Stiftungen oder durch Spenden letztlich finanziert, wie Sie selber sagen. Sie verschenken damit etwas, was Sie als Produkt geschaffen haben und bekommen dafür keinen Preis. Also im Sinne von, dass Sie etwas verkaufen. Ist das nicht auch etwas, wo also Verlage von Ihrer Arbeit profitieren, ohne da, und die eigentlich auch noch immer Geld verdienen, ohne dass Sie selber davon etwas haben? Das ist ja im Grunde ein ökonomischer Faktor. Mich wundert es immer wieder, dass Wissenschaftsjournalisten, die Teil dieser Verwertungskette sind, keine ökonomische Frage stellen. Fangen wir mit dem zweiten Teil an, bitte. Also die Artikel, die wir jemand liefern, die sind natürlich unterm Strich so wenige, dass kein einziger Verlag nur eine einzige Stelle dadurch einsparen könnte. Zum Ersten. Zum Zweiten ist es natürlich so, wir beschäftigen Redakteure. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Gratis-Journalisten oder sowas arbeiten. Also wir sind, wir haben eine Finanzierung, wir bezahlen die Journalisten nach Tarif, die für uns arbeiten, und am Ende wird halt das Produkt sozusagen verschenkt. Ja? Aber aber das passiert doch überhaupt. Wo ist das? Ja, aber es klingt nicht nach Problem, so einer richtig schlauen Idee eigentlich. Naja, aber die Überlegung ist halt sozusagen, dass diese Produkte, die wir herstellen, sich niemand leisten kann. Also ich meine, wenn wir zum Beispiel mit einem Team mit 3 Leuten 3 Monate an einem Thema recherchieren, ich meine, der wirtschaftlich potenteste Verlag ist der Spiegel. Ich glaube nicht, dass der Spiegel einen angemessenen Preis zum Beispiel für eine Recherche von 30.000 Euro bezahlen würde, ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, diese Art von Recherchen, die wir machen, sind auf dem Markt nicht bezahlbar. Also dann sind wir aber in der Nische sozusagen nur in einem anderen Sinne sozusagen. Andreas, du warst auch noch angesprochen dazu. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Hochschulmarketing und unserem Erfolg im Wissenschaftsjournalismus oder unserer Frequenz oder unserer Wahrnehmung im Wissenschaftsjournalismus. Was es vielleicht in den Köpfen von Verlegern und Verlagsleitern einfacher macht, ist, wenn man Marktführer auf dem Wissenschaftsstellenmarkt ist, dann scheint Wissenschaft irgendwie doch in der Wahrnehmung drin zu sein. Aber das hat auf die Entscheidung von Giovanni Di Lorenzo ehrlich gesagt keinen Einfluss. Da zählt nur eins, Qualität. Und zwar Qualität, die auch sichtbar Erfolge bringt, also die auch verkauft zum Beispiel. Klar, das ist der entscheidende Zusammenhang. Okay, Christoph. Ja, Markus, ich bin jetzt auf diesem Mikrofon. Ja, jetzt funktioniert es. Markus, ich habe 2 Punkte. Einer ist nur eine Fußnote und die ist irgendwie naturgemäß mit meiner Rolle, weil du gesagt hast, so ein Rückentitel und so, das ist irgendwie, was Fokus da macht, das ist nicht im Felde der Wissenschaft. Macht der Stern auch, genau. Macht er auch, der Kollege ist ja nun nicht da. Ja. Und ich sehe das naturgemäß ganz, ganz anders, weil du weißt, das ist eine der volkswirtschaftlich relevantesten und teuersten Diagnosen und für uns das Einfallstor, um zu sagen, hier wird schlechte Indikationsqualität gemacht, hier wird in volkswirtschaftlich wirklich, wirklich relevantem Bereich falsch gearbeitet und hier müsst ihr was wissen als Patienten, weil wir glauben, dass sowas auch von unten nach oben kommt und nicht nur von Leuten, die verkünden, wie es richtig ist. Das ist der erste Punkt. Also ich halte das für einen wichtigen Mechanismus, um die Kirche voll zu machen, um auch eben gesundheitspolitisch relevante Botschaften zu befördern, wenn man es denn gut macht. Das ist qualitätsabhängig. Der zweite Punkt ist aber der, was du, glaube ich, angemerkt hast zur empirischen Sozialforschung und dass wir dieses Feld nicht so im Blick haben als Wissenschaftsressource.
Das würde ich unterstreichen wollen. Und ich glaube auch, wir trennen das nach wie vor auch wegen unserer Sozialisation, weil wir in der Mehrheit naturwissenschaftlicher Herkunft sind, zu stark und kontextualisieren häufig zu wenig. Da bin ich ganz bei dir. Andererseits, und das ist vielleicht ein Auftrag für die Zukunft in der Kritik ans Wissenschaftssystem, musst du natürlich auch fragen, haben wir heute Soziologen von internationalem Rang, Sozialphilosophen wie einst Habermas und Luhmann, haben wir heute Leibniz-Preisgewinner in der empirischen Soziologie, beispielsweise in der Arbeitslosigkeitsforschung, oder haben wir das gar nicht? Also da sind wir schon auch abhängig davon, was das System im Moment präferiert und was es in seiner Optimierung auf Verwertbarkeit etc. in den letzten 10, 15 Jahren hervorgebracht hat. Das können wir ja nicht selber steuern und dann vielleicht drittrangige Professoren auf das Podest stellen, weil wir eben dieses Feld übergewichten wollen. Ne? Vielleicht eine kurze Antwort drauf, ja. Ganz, ganz kurz drauf. Also wie gesagt, ich kenne mich in der empirischen Sozialforschung nicht so gut aus. Es kann sein, dass es da niemand richtig, dass da keine interessante Forschung stattfindet. Wo ich mich ein bisschen auskenne, weil ich vom Herkommen Althistoriker bin, ist, dass es in dem Feld richtig gute Forschung stattfindet und da gibt es relevante Ereignisse. Ich glaube, ich habe nirgendwo in einem großen Magazin in den letzten Jahren was gelesen, wie stark Herkulaneum verfällt zum Beispiel. Ja? Was ich für eine große, wichtige Geschichte halte. Also, aber das ist auch, glaube ich, nicht im Fokus von Wissenschaftsjournalisten. Also ich höre gerade, im Bayerischen Rundfunk ist es gelaufen, aber das ist jetzt ein Nebenthema, glaube ich. Bitte. Einmal das Mikrofon, bitte. Mein Name ist Tanja Wolf, ich bin Medizinjournalistin, arbeite unter anderem für Spiegel Online. Ich fand dieses Rückenbeispiel sehr gut, weil ich fragen wollte, wie stark denn eigentlich das wirtschaftliche Argument auch eine Rolle spielen könnte, um aus der Nische rauszukommen. Also das, was Patienten betrifft und was viel Geld kostet. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Medizinwirtschaft auch schon längst die Automobilwirtschaft überholt hat in der Bedeutung für Beschäftigtenzahlen und in wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland. Es muss ja nicht Gott gegeben sein, dass immer die Wirtschaftsnachrichten und die Börse in der Tagesschau eine Rolle spielen. Das könnte da vielleicht auch spielen. Vielleicht ihr drei aus der Redaktion, so wirtschaftliche, kriege ich damit Herrn Gnifke oder wen auch immer überzeugt? Wenn wirtschaftliche Relevanzkriterien von Wissenschaftsthemen, ist das ein Zugang? Ja, es kommt darauf an, hin und wieder gelingt uns das auch. Also gerade bei Odysseo ist es so, dass wir über die Jahre hinweg uns darauf auch spezialisiert haben. Wir haben eins, zwei wirklich gute Rechercheure bei uns in der Redaktion und wir haben das häufiger schon gemacht, dass wir genau das in den Fokus gestellt haben, unnütze Operationen. Das war etwas, wo wir sehr früh drauf gesetzt hatten. Also nicht Medizinjournalismus im puren Service, sondern in Kritik der Verhältnisse, wie sie da sind. Das muss dann halt immer aktuell aufgehängt werden. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Die sind halt unheimlich sozialisiert darauf, dass das eben im Aktuellen ist. Ich will sie aber gar nicht auf die schieben. Da müssen auch wir uns manchmal noch mal fragen, haben wir sozusagen eine Struktur, eine Angebotsstruktur, um das dann hineinzubringen? Andreas, dazu hätte ich dich auch noch ganz kurz. Also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen einerseits richtig, aber andererseits natürlich dann traurig, wenn ich sagen muss, na, wenn ich es unterbringen will, dann muss ich eigentlich auf Relevanzkriterien jenseits der Wissenschaft ausweichen. Andererseits könnte man sagen, das geht natürlich in anderen Ressorts auch, Politik, Wirtschaft und so weiter. Ist das dann die Strategie? Ich finde es hervorragend, wenn Wissenschaft in der Wirtschaft stattfindet. Das ist noch ein Ort, wo Wissenschaft dann stattfindet. Also das ist die andere Perspektive, die ich darauf setzen würde. Und darum bin ich immer heilfroh, wenn mein Kollege Uwe Jan Häuser solche Themen macht. Pharma-Themen macht, Medizinwirtschaftsthemen macht. Ich finde dieses Entlehnen von Relevanzkriterien finde ich überhaupt nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir die Themen auf die Interessen von Menschen, von uns selber drehen können. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Wissenschaftsseiten, die lese ich nicht mehr gerne. Und das, was Nietzsche vorhin gesagt hat, wenn mich das schon nicht interessiert, wen soll es denn dann interessieren? Das Argument ist aber noch nie durchgekommen. Dann hieß es immer, du bist ja nicht die Zielgruppe. Thomas noch. Mir kurz, ja. Dann haben wir noch eine Wortmeldung von Herrn Korbmann. Was mir und dann, Thomas? Kurz dazu einfällt zu der Frage, Frau Wolf ist da.
Also wenn es uns zum Beispiel gelänge, das ist auch jetzt keine, nicht hypothetisch, AOK-Daten auszuwerten, ja, daraufhin, ob bestimmte Hüftoperationen zu Recht, ja, oder das Muster, ja, auszulesen von Hüftoperationen, wir feststellen, in Hamburg sind es 100, Faktor 100 mal mehr als in Bremen, ja, übers Bundesgebiet verteilt, bestimmte Muster, die, für die es fachlich, medizinisch keine Ursache geben kann. Und wenn wir das aufbereiten würden, anbieten würden als Thema, wäre es dann ein Wissenschaftsthema oder ein Wirtschaftsthema, ist mir eigentlich wurscht. Ja? Also die Relevanz, ja, dieser Betrachtung wäre, glaube ich, interessant. Die Aufbereitung muss seriös sein. Da haben wir, glaube ich, ganz gute Übung drin, also methodisch genau zu gucken, wie ist der Datenbestand und was kann man darin lesen, was kann man nicht darin lesen. Das würde ich gerne mal machen, ja. Dann kommen wir wahrscheinlich dann wieder an die Frage, wie ist das zu bezahlen, aber das ist dann nochmal wieder ein anderer Punkt. Herr Korbmann. Ja, aber die Auswertung, das war ja der Punkt von Markus Grill gerade, ne? Das ist dann eine aufwendige, letztendlich datenjournalistische Arbeit dann. Rainer Korbmann, lange Jahre Wissenschaftsjournalist. Ich finde, ich wollte zu dem Punkt aktueller Journalismus und Konkurrenz des Wissenschaftsjournalisten zu den Nachrichten und politischen Journalisten. Ich habe lang genug im aktuellen Wissenschaftsjournalismus gearbeitet, um zu wissen, dass das funktioniert, dass das auch eine hervorragende Basis für den Wissenschaftsjournalismus ist, in aktuelle Redaktionen Ressorts hinein anzubieten und dort vertreten zu sein. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch bewusst sein, dass wenn das stärker ein Schwergewicht des Wissenschaftsjournalismus wird, sich die Struktur des Wissenschaftsjournalismus, so wie wir sie heute in Deutschland kennen, total ändern würden. Denn heute ist der Wissenschaftsjournalismus beruht sehr stark auf freien Journalisten. Freie Journalisten, wenn es um Aktualität geht, haben freie Journalisten ein ganz, ganz schlechte Karten. Denn das sind dann angestellte Journalisten, die schnell reagieren müssen. Also die Struktur, die Zukunft der Freien ist dadurch alles andere als gut anzusehen. Ist das so? Naja, also ich mache lange nichts für Tageszeitung, weil es das nicht bringt. So viel zur Aktualität, also würde ich zustimmen. Also was wir als Freie machen können, ist eben genau der zweite Teil. Ja, gut, das kann man jetzt immer alles nicht ganz verallgemeinern. Das ist jetzt wirklich nur meine Erfahrung. Aber wir müssen dann das halt, wie man immer so schön sagt, die ausgeruhten, durchdachten, abgehangenen und rumgekneteten Geschichten machen. Die dauern dann halt mal 2 oder 3 Wochen. In den 2, 3 Wochen wäre dann überhaupt ohnehin keine Zeit, eine aktuelle Geschichte zwischenzuschieben. Und was anderes wird auch nicht ausreichend bezahlt. Also so einfach ist das, glaube ich. Ja. Im Fernsehen? Also bei der Tagesschau hätte man gar keine Chance. Da ist es wirklich strukturell so, das ist so ein enges Vertrauensverhältnis. Da stehen die Leute in Hamburg und die gucken, die legen quasi den Ball nur auf den Elfmeterpunkt, wenn sie genau wissen, da ist jemand, der es schon häufiger gemacht hat. Muss man dazugehören. Das können auch Freie machen. Also bei uns gibt es ja auch Freie, aber das sind dann nicht Freie, sondern das sind dann feste Freie. Also Leute, die sich längere Zeit dafür entschieden haben, das zu machen. Ich wollte gerade nochmal zu dem Datenjournalismus, das muss ich noch erwähnen, weil es wirklich bei uns stattgefunden hat. Hin und wieder gibt es natürlich so Glücksereignisse, wie jetzt beispielsweise im Südwestrundfunk. Da gab es ein Innovationsprojekt, das war sozusagen mal die Idee, etwas zu inszenieren, was sozusagen nicht im Alltagsgeschäft drin ist. Und da gab es dieses datenjournalistische Projekt, wie gut ist mein Krankenhaus? Da wären wir mit dem Klammersack gepudert gewesen, wenn wir als Redaktion da nicht dabei gewesen wären. Wir haben es ideell erfunden, wir haben es dann mit dem Hörfunk zusammen gemacht und da gab es natürlich eine ganze Sendung, wo wir dann am Gipfel, am Abend dieses Tages natürlich auch draufgesprungen sind und im Übrigen eine wunderbare Story entwickelt hätten, die wir nie so herausbekommen hätten. Wir haben nämlich festgestellt beispielsweise, dass dort, wenn man sich die Krankenhäuser anschaut, da gab es ein einziges Krankenhaus, das hat quasi enorm viele Rückenoperationen gehabt und wir gucken uns an, wer ist da der Operateur, und das war ein Operateur, den wir selbst schon mal als vorher porträtiert hatten, als ein sehr überlegener Kollege, der also genau abwägt, bevor er diese Entscheidung trifft, und das sah also alles aus, als hätte er vielleicht sogar noch mit unserer Hilfe im Prinzip sozusagen diese häufigen Operationen gemacht, um die Story zu erzählen. Am Ende kam dann heraus, dass das ein Codierungsfehler war. Der war besonders gut im Codieren und hat dafür gesorgt, dass quasi am Ende es so aussah, dass er sehr viel mehr Operationen gemacht hatte. Aber eigentlich stimmt das Codierungssystem nicht. Und wir sind damit auf die Spur gekommen, dass diese
Hiobsbotschaft, so viele Operationen in Deutschland, wenn man sie mal genau nachschaut, überhaupt nicht stimmt. An vielen Stellen ist es so, dass da Doppelkodierungen stattfinden. Es wird also weniger operiert, als es gemeinhin sozusagen in den Schlagzeilen da ist. Aber eine Sache, die wir... Dann wäre es aber eine andere Geschichte, dass Operationen abgerechnet werden, die nicht stattfinden. Sie werden dann so publiziert, ja? Sie werden publiziert, als wären quasi sie werden diese... Ja, abgerechnet dann. Nee, sie werden nicht abgerechnet, sondern in dem Fall ist sozusagen in der Statistik. Der Statistik werden sozusagen Fälle kreiert, die überhaupt gar keine sind. Das ist die Botschaft. Aber die können wir gerne nochmal im Detail diskutieren. Aber der Hinweis, also das ist durchaus eine Beobachtung, die man ja manchmal macht. Der Wissenschaftsjournalist oder die Wissenschaftsjournalistin denkt, ist ja gar kein Thema. Und eigentlich liegt das daran, dass es nicht das Wissenschaftsthema ist, sondern ein viel größeres Thema dahinter. Insofern ist das trotzdem ein schönes Beispiel, auch wenn wir das jetzt nicht im Detail auflösen können. Thomas, noch dazu, ja, dann würde ich gerne kurz, eine Schlussrunde ganz noch kurz, machen. Ganz kurz, bitte. Ja. Die Frage ging nach den Perspektiven für die Freien. Unabhängig vom aktuellen Geschehen vielleicht. Wer hier fehlt, ist erstens eine Frau, zweitens eine Hörfunkexpertin. Ich glaube nämlich, dass es im Hörfunk im Moment, das ist meine Beobachtung im WDR, vielleicht Erosionserscheinungen gibt. Wir haben im Hörfunk ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ganz tolle Expertisen haben auf speziellen Gebieten. Die konnten sie ausspielen, ob im aktuellen Reservoir oder in vorbereiteten Reservoirs. Und mit Budgetkappungen, ja, geht ein bisschen Perspektive, ja, für diese Freien verloren, aber auch Perspektive verloren für die Redaktionen, diese Expertise zu nutzen für ihre Sendungen. Und da, also es wird wahrscheinlich auch Thema sein hier an den Tischen und in den Gesprächen zwischendurch. Ich finde, da ist etwas, was wir uns genauer angucken müssen. Es gibt vielleicht der Hinweis dazu, aber auch noch eine weitere Veranstaltung, wo genau das thematisiert wird, also ob dieser Trend zur Crossmedialisierung in dem Fall ja eher ein Zukunftsweg oder eher unguter Einsparweg ist. Also das Thema ist da, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angedeutet, alles auf dieses Podium haben wir dann auch nicht gekriegt. Ich hätte jetzt gerne zu unserem Thema Zukunftsfähigkeit, hätte ich jetzt gerne von allen Teilnehmern auf dem Podium einfach noch einen persönlichen Tipp oder ein persönliches Statement, wo denn Sie jeweils in Ihren Bereichen Zukunftsfähigkeit sichern. Also wie stellt man sicher, dass Korrektiv nach dem Auslaufen der Stiftungsfinanzierung zukunftsfähig ist? Wie kann man, Herr Boeing, Sie machen auch Dinge mit 3D-Druckern und so weiter, deutete an, ist das sozusagen der Weg für die Freien, sich auch noch als Techniker sozusagen zu verdingen und so weiter. Ich möchte jetzt von allen einfach einen wirklich möglichst auch wirklich umsetzbaren Vorschlag für die verschiedenen Gruppen. Was ist jetzt der Punkt, um diese Zukunftsfähigkeit oder euer persönlicher Weg, um die anzugehen in dem Bereich? Fangen wir bei dir an, Markus. Na gut, ich meine, da geht es ja jetzt bei unserem Thema um einen Strukturwandel der Medien, ja. Und da weiß ich natürlich nicht, ob der, wie schnell der stattfindet, weil er natürlich dann verbunden ist mit einem Erkenntnisprozess bei Menschen, bei Nutzern. Also die Frage ist halt, ob es irgendwann genügend Leute, Zuschauer, Leser geben wird, die sagen, ich unterstütze so ein Projekt, ich unterstütze Journalismus, so wie ich vielleicht Amnesty unterstütze, so wie ich Greenpeace unterstütze, so wie ich Transparency unterstütze. Ja? Ich habe da große Zweifel, ob das wirklich so nachhaltig stattfinden wird. In den USA ist ProPublica auch viele Jahre nach der Gründung immer noch abhängig von sozusagen von Mäzenen, von Sponsoren. Aber das ist natürlich grundsätzlich die Idee, weil die Leute, die Menschen, auch die Jüngeren, die lernen natürlich, man bezahlt für Journalismus eigentlich nicht direkt was, weil man konsumiert ja alles über Smartphone und man geht nicht irgendwelche hinter Paywalls. Aber die Frage ist, unterstütze ich trotzdem Journalismus, mit dem ich mich identifizieren kann, der mir sozusagen in meinem Alltag hilft, mich zu orientieren, bin ich bereit, den halt im Monat irgendwie mit 10 Euro zu unterstützen, wie ich andere Projekte unterstütze. Das ist aber so ein Strukturwandel, also der jetzt weniger speziell mit Wissenschaftsjournalismus zu tun hat. Okay, aber das wäre so ein Punkt, ich mag gerne den Satz, drittmittelfinanzierter Journalismus ist wahrscheinlich nicht verwerflicher als drittmittelfinanzierte Wissenschaft, wäre vielleicht sozusagen die Kurzzusammenfassung da, wenn ich das so machen darf. Ich glaube, wir sind wenig. Naja, also, was kann man sagen, für die Freien? Also vielleicht nicht was Positives, ja, doch, was Negatives. Negative hatten wir schon. Ja, klar. Das muss ich nicht wiederholen. Nein, also einmal glaube ich, erstens nicht in der Spezialisierung hängen bleiben und einfach 20 Jahre immer über denselben Ausschnitt
arbeiten, auch wenn man dann alle kennt, die relevant sind, sondern sich irgendwie wirklich alle paar Jahre auch mal in neue Felder stürzen. Und wenn es gut läuft, vielleicht auch ein bisschen, bevor es alle anderen gemacht haben oder zu viele andere, dann hat man auch Chancen, noch interessante Sachen zu schreiben und auch ganz gute Sachen mit Hand und Fuß. Weil, nur bei dem Stichwort 3D-Druck, nein, das ist natürlich nichts, was das andere ausgleichen kann. Das ist alles ehrenamtlich und Vergnügen. Aber zum Beispiel bei der Berichterstattung über den 3D-Druck sieht man dann, wenn die Welle hinten herrollt, dann wird sehr viel Kokolores geschrieben und den Fehler hat man dann nicht gemacht, weil man vorne dran war. Aber in die Breite gehen, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Okay, Andreas. Breite, aber nochmal anders. Wissenschaft zur Marke machen. Die als Absender klar machen mit identifizierbaren Menschen, die da schreiben, mit identifizierbaren Positionen, für die sie stehen und Qualitäten, die sie haben. Und die nicht nur, jetzt mal anders definiert, crossmedial, die nicht nur sozusagen in der eigenen Nische des eigenen Formats, sondern die auch sozialmedial unterwegs, die auf Podcasts unterwegs, die in Apps unterwegs, die auf Bühnen und Veranstaltungen setzen und alles dafür tun, diesen Absender stark zu machen. Ja, ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass Nano sozusagen noch weiter gibt, noch mal 5 Jahre mindestens und dann diese Nische dafür nutzen, um diese Kooperation und diese Vernetzung, die wir haben, weiter voranzuschicken, auch sozusagen diese Entwicklungsmöglichkeiten, dieses Reservoir zum Ausprobieren und möchte mir gerne mitnehmen, dass wir vorstoßen sollten, um mehr in der Tagesschau zu sein, ganz konkret. Okay. Was mich in der Praxis stark beschäftigt und begeistert ist, ich nehme das auf, was Herr Kauber auch vorhin angedeutet hat, Team. Ja? Also ich glaube, dass es bei uns, vielleicht auch woanders, eine große Chance gibt, die Themen, die Aufträge, ja, die wir zu erfüllen haben, anders zu machen als bisher. Also die Genialität von Einzelnen, ja, Autoren, Machern, Reportern, ist toll, wenn man sie hat. Aber was ich noch toller finde, ist, wenn wir Diversität nutzen, wenn wir Team Spirit nutzen, um die Themen ein bisschen anders zu erschließen, Ideen anders nach oben zu bringen und neue Zugänge zu schaffen zu Themen, die es schon gibt. Und insofern dann auch Sendungen am Ende anders machen als bisher gewohnt. Also Diversität und Team Spirit, das finde ich, ist eine große Ressource. Vielen Dank. Das klingt doch durchaus nach ein paar auch mutmachenden Punkten. Das mit der Tagesschau werden wir beobachten. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere hier jetzt ein bisschen angefixt von der Idee. Das ist ja angefixt von der Idee. Ja. Und ich mache zum Schluss vielleicht noch meinen Punkt, was ich rate, weil das vorhin auch angesprochen wurde und weil Herr Kaubus auch angesprochen hat. Rück mal deine 10 Euro raus. Also ich neige dazu tatsächlich auch in der Ausbildung, auch in Journalistenschulen, zu einer Übung, Hauptnachrichtensendung anschauen, Seite 1 von der Süddeutschen FAZ Zeit. Und bei all diesen Themen zu jedem aktuellen Nachrichtenthema ein Wissenschaftsthema entwickeln. Und es ist erstaunlich sozusagen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ich nenne das so ein bisschen Wissenschaftsjournalismus, Nachrichtengymnastik oder sowas, da gibt es wirklich eine Menge zu entdecken und insofern bin ich jetzt tatsächlich schon der Meinung, dass wir nicht ganz plan- und ratlos sind im Wissenschaftsjournalismus, auch wenn es noch einiges zu tun gibt, auch auf den verbleibenden 2,5 Tagen hier. Ich danke fürs Zuhören und allen, die hier waren, für den Einsatz. Dankeschön. Danke.